Wir sehen hier ganz außergewöhnliche Werke des wohl zu Unrecht wenig bekannten französischen Künstlers Claude Melon. 1598 in Abbeville im Norden Frankreichs geboren, begab sich der Künstler zu Beginn seiner Karriere nach Rom, wie es für die Künstler seiner Zeit üblich war. Es sollten hier die Werke der italienischen Renaissance, aber auch der Antike studiert und vor allem gezeichnet werden. Schon früh, schon in diesen römischen Jahren, entpuppten sich Kupferstich und Zeichnung als wichtigste künstlerische Medien Melons. Werfen wir also gemeinsam einen Blick auf diese erste Zeichnung Melons. In technischer Hinsicht ist sie wirklich ein herausragendes Meisterstück und findet unter den Werken der Zeit keine Parallel. Es handelt sich um eine Rötelzeichnung eines Satyrkopfs, die aus einer einzigen an- und abschwellenden Linie besteht. Melon setzte den Rötel auf der Nasenspitze im ungefähren Zentrum des Blattes an und führte ihn in annähernd kreisrunden Bewegungen mit Hilfe eines Zirkels nach außen. Durch variierenden Druck und unterschiedliche Aufsatzwinkel des Rötelstifts kommt uns nach und nach das Gesicht dieser mythologischen Figur entgegen. Melon war in erster Linie als höfischer Porträtist bekannt. Vielleicht war es in diesem Fall das profane Sujet, das ihm in technischer Hinsicht eine außergewöhnliche Leistung ermöglichte. Was genau Melon zu dieser neuen technischen Herangehensweise bewegte, wissen wir nicht. Die Tatsache, dass er einer Familie von Kupferstechern entstammte, mag eine gewisse Affinität zur Linie, ihrem An- und Abschwellen, begründet haben. Um auch das zweite hier vorbereitete Werk Melons in seiner ganzen Finesse verstehen zu können, müssen wir uns zuerst die Technik des Kupferstichs in Erinnerung rufen. Auch am Anfang des Kupferstichs steht zuerst eine vorbereitende Zeichnung. Diese wird auf eine Kupferplatte übertragen und die Umrisslinien dann mit einem Grabstichel direkt ins Kupfer gestochen. Die so vertieften Linien werden mit Druckerschwärze bestrichen und das Schwarz bleibt in den tieferen Stellen haften. Anschließend wird die Platte poliert, auf ein feuchtes Blatt Papier gelegt und durch die Druckerpresse gezogen. Es entsteht so ein zur ursprünglichen Zeichnung seitenverkehrter Abdruck der Darstellung. Das Gesicht Christi, das wir hier sehen, wurde also nicht mit einem Stift auf Papier gezeichnet, sondern mit dem Grabstichel direkt in die Kupferplatte geritzt. Dies muss unter erheblichem Druck geschehen, was der Hand des Künstlers natürlich viel weniger Flexibilität verleiht und Korrekturen quasi unmöglich macht. Wie in der Zeichnung begann Melon auch hier in der ungefähren Mitte des Blattes auf der Nasenspitze und arbeitete sich in an- und abschwellenden Linien vom Zentrum nach außen. Er geht dabei gegen den Uhrzeigersinn vor, weswegen das Blatt im Abdruck spiegelverkehrt im Uhrzeigersinn erscheint. Anders als in der Zeichnung verläuft die Linie hier jedoch nicht in annähernd kreisrunden Bewegungen, sondern wellenförmig. Die dunkleren Partien des Gesichts werden so nicht nur durch Aufsatzwinkel und Druck des Grabstichels erzeugt, sondern auch durch die Ondulationen. Der Bart, die Augen oder die Haare Christi treten hervor, weil die Linien hier dicker gearbeitet sind oder näher beieinander liegen. Die herausragende technische Umsetzung ist dabei eng mit dem Darstellungsgegenstand dieses Blattes verbunden. Es zeigt das sogenannte Vera Icon, das wahre Antlitz Christi. Das Vera Icon ist eng mit der Figur der Veronika verbunden, die ursprünglich aus dem ostkirchlichen Darstellungskanon stammend seit dem 14. Jahrhundert auch im europäischen Bildkontext häufig dargestellt wurde. Auf seinem Weg nach Golgatha
trifft Jesus auf dem Kalvarienberg die fromme Frau Veronika. Um Blut, Schweiß und Tränen von seinem Gesicht abzuwischen, reicht sie ihm ihren Schleier. Im Akt dieses Abwischens drückt sich das Gesicht Jesu in das Tuch. Es entsteht so ein wahrer Abdruck von Christi Antlitz. Dieser Schleier oder das Schweißtuch der Veronika bezieht seinen besonderen Status also daraus, dass es eben nicht von Menschenhand gemacht, nicht von einem Künstler oder einer Künstlerin dargestellt wurde, sondern einen quasi faktischen Abdruck des Christusgesichts im Tuch darstellt. Das nicht von Menschenhand gemachte Bildnis musste also paradoxerweise hier von einem Künstler dargestellt werden. Diesen ganz besonderen Status bringt Melon auf einzigartige Weise in seiner Technik der singulären Linie zum Ausdruck. Am unteren Bildrand der Darstellung finden sich mehrere lateinische Inskriptionen. Zum einen lesen wir hier C. Melon, G. P. et F. in Aedibus Regis, 1649, also Claude Melon, Gallicus, der Franzose, hat dies gemalt und gemacht im Gebäude des Königs im Louvre im Jahr 1649. Unmittelbar daneben sehen wir die Inschrift Formatur unicus una non alter, also der Einzige aus der Einzigen gemacht, kein anderer. In wunderbarer Weise bezieht sich diese Inskription auf zwei Aspekte des Bildes. Zum einen spricht sie den einzigen Christus an, der aus der einzigen, der Mutter Gottes geboren wurde. Es gibt keinen anderen. Zum anderen bezieht sie sich auf selbstreflexive Weise auch auf Melons Kupferstich. Wir sehen hier den einzigen Christus aus einer einzigen Linie geformt. Kein anderer außer Melon hat dieses technische Vermögen.